Guten Tag, mein Name ist Daniel Henn und heute möchte ich mit Ihnen ein Anwendungsbeispiel im Montageumfeld für das Leo-Transportsystem besprechen. Das Leo-Transportsystem eignet sich ideal, wenn es darum geht, verschiedene Bereiche im Unternehmen oder auch verschiedene Arbeitsplätze in einem Bereich miteinander zu verbinden, und zwar schnell, effektiv und flexibel. In dem heutigen Beispiel soll es darum gehen, wie wir mit dem Leo-System Ware aus einem Pufferlager oder aus einem zentralen Supermarkt an verschiedene Arbeitsplätze für die Montage verteilen. Ihre Mitarbeiter können die benötigten Teile wie gewohnt bereitstellen in Behältern, Kartons oder auf Tablaren und an das Leo-Transportsystem übergeben. Das funktioniert natürlich auch automatisch mit der Übergabestation, die zu dem Leo-System passt, als perfekte Ergänzung. Der Leo-Transporter wird dann diese Ware an die jeweiligen Montageplätze verteilen. Sie können die Ziele sogar flexibel eingeben und ansteuern, indem Sie die dezentrale Zielsteuerung einsetzen. Die Ware wird dann an dem jeweiligen Montagearbeitsplatz abgegeben, auch auf einer Übergabestation, wenn Sie möchten. Und der Leo-Transporter kann in der gleichen Fahrt auch nochmal Leerbehälter mit zum Supermarkt nehmen. Es hat sich gezeigt, dass solche Anwendungen enorm wirtschaftlich sind, da der Return on Investment häufig in 6 bis 12 Monaten erreicht wird. Der Leo-Transporter übernimmt die langen Laufwege und die Mitarbeiter können die eigentliche Tätigkeit in der Montagelinie fortsetzen.